Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horse Tales. Ich bin Mr. Gaddafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und heute wollen wir Lily kennenlernen. Wir haben herausgefunden, dass sie nicht bei dem anderen Rennen war, sondern sie ist beim Schleichfahrtrennen. Und da wollen wir jetzt mal hin. Ist das der richtige Weg? Nein, das ist er nicht. Ich muss nach da. Komme ich da durch? Vielleicht komme ich hier durch. Ich habe, wie ihr seht, ein bisschen in unserem Gutshof oder unserem Anwesen aufgeräumt, soweit ich kann. Neues bauen können wir ja noch nicht, aber dabei ist mir aufgefallen, dass wir hier eine Brücke bauen könnten. Und das tun wir doch mal. Und zwar bauen wir jetzt mal eine richtige Brücke. Aus Eiche und die beste Brücke aller Zeiten. Nein, eine einfache, aber stabile Eichenholzbrücke mit Geländer für erhöhte Sicherheit. Die bauen wir jetzt mal. Damit das auch, soll ja auch schön aussehen. Ne? Es soll ja schön aussehen. Und diese wackeligen Brücken, nein. So kann ich jetzt da drüben, komme ich da durch? Bestimmt nicht. Da muss ich bestimmt unseren Sprengmeister holen. Kann ich das markieren? Kann ich hier irgendwie sagen, X marks a spot? Oder warte, vielleicht muss ich da zu Fuß rangehen. Weil wir haben ja den Typen, der mit der Kettensäge arbeitet. Aber ich glaube, dass das zu viel für eine Kettensäge ist. Na gut. Molly, los geht's. Ich habe auch erfahren von euch, dass ich meine Pferde benennen kann. Und ich könnte auch Molly umbenennen, angeblich. Da, R. Und ich möchte Molly umbenennen. Und zwar auf den Vorschlag. Wieso? Text ist der, ich weiß. Ostwind. Das war der Vorschlag. Das ist jetzt Ostwind. In Anlehnung an ein anderes fantastisches Spiel. Was hat es mit diesem Heißluftballon eigentlich jetzt auf sich? Das Kaninchen wollte ja eigentlich was machen. Eigentlich. Was ist das? Du hast einen neuen. Du kannst an einen neuen Ort reisen. Emerald Anwesen. Reise zu Steilufer Heimstatt. Okay. Ah, Schnellreise. Dafür müssen wir aber die anderen Schnellreisepunkte noch entdecken. Gut, gut. Guck mal, so schnell geht das. Und jetzt reiten wir geschwind. Vorsichtig. Hier hoch. Und suchen Lily. Unterwegs sammeln wir natürlich noch ein bisschen Rohstoffe ein. Wir haben gesehen, so eine Brücke kostet 60 Holz. Das ist nicht wenig. Und das wird ja nicht die letzte Brücke sein, die wir bauen. Ich hätte hier oben lang reiten sollen. Da liegt bestimmt auch noch Holz. Und das da ist bestimmt die Abkürzung, die ich dann später haben kann. Vielleicht kann ich hier auch einfach mal... Pass auf, was wir mal tun ist, wir bauen auch hier mal die Brücke. Nein, hier kann ich nur eine... Dann bauen wir hier halt eine wackelige Brücke. Ist auch okay. Wie ihr seht, ich brauche eindeutig mehr Holz. Ich und mein Holz, Holz. Aber dann haben wir das schon mal gebaut. Falls wir dann später die Möglichkeit bekommen, Dinge in die Luft zu sprengen... Hi, Häschen. Können wir das direkt. So, Kiggis Rückzugort. Oh, guck mal, da sind ganz viele Pferde. Wildpferde. Die lernen wir bestimmt auch noch zu zähmen. Und ihr dürft, wenn wir neue Pferde bekommen, die entsprechend auch weiter benennen. So wie wir jetzt hier entsprechend eine Ostwind haben. Ist das eine Pflanze, die ich sammeln kann? Heilpflanze. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, guck mal, eine Futterreuse. Oh. Die muss ich bestimmt befüllen, oder? Kann ich die befüllen? Da hinten ist auch ein Pferde zähmen. Oh, aha. In die Hocke gehen. Mit dem Pferd interagieren. Pferd zähmen. Um dich einem Wildpferd zu nähern. Stelle sicher, dass es dich nicht sieht. Achso, dass es dich sieht, dich aber nicht als Gefahr wahrnimmt. Nähere dich langsam von vorne in gebückter Haltung. Musst du zähmen. Drücke so schnell du kannst die angezeigten Tasten, bis das Pferd als Reittier dich akzeptiert. Okay. Okay, okay, okay. Ich möchte... Ich darf nicht hier im Gebüsch sein. Du bist süß. Ihr seid alle süß. Du, hallo. Was kannst du? Ulrik hat aber recht gute Werte. Ulrik ist komischer Mädchenname. Nicht in Form, Angst im Dunkeln, springfaul. Hm. Naja. Sorry. Ich habe vergessen, weiter Kontrolle zu drücken. So, du siehst mich. Du bist auch schön. Du bist auch ein schöner. Oder eine schöne, je nachdem. Werden wir gleich sehen.
Du bist Silver. Du bist sehr, sehr schön, aber auch nicht so besonders hier. Gefällt Hunde, mag nicht Hufschuhe tragen. Angst im Dunkeln, nicht im Vormspringen voll. Ihr seid alle, oh Gott. Aber wie komme ich denn hier raus? Ah, na, ich stehe immer wieder auf, das ist ja gemein. Na gut, hier muss ich noch, oh, mal Karotten. Die nehme ich mit. Meins. Und dann ist auch noch eine Kiste, so. Und wer bist du? Du bist Glü. Kann es sein, dass es nur weibliche wilde Pferde gibt und ich immer ein Männchen... Ich muss, glaube ich, immer zu diesen Paarungspunkten gehen, um dann... ich kann die nicht, also... Und so, ihr wisst schon. Höhenangst! Oh nein. Weiß nicht, ob man das bekämpfen kann. Aber keine Kraft. Viel Glück und viel Charisma. Okay. Kann ich dich zähmen? Ich muss von vorne kommen. Okay. Hallo. Ah! Ja! Success! Oh. Wir haben unser erstes Wildpferd. Glu! Glu, Glu. Oh mein Gott. Hier, mein wildes Pferd. Aktualisiert. Hilf Glu, sich an Höhen zu gewöhnen. Bring Glu wieder in Form. Trainiere, um besser zu galoppieren. Zähme ein wildes Pferd. Wie kann ich ihn... Jetzt ist die Frage, wo ist denn jetzt aber Ostwind? Eigentlich muss ich dich Ostwind nennen. Dich muss ich eigentlich Ostwind nennen. Warte mal, kann ich auf andere Tiere nennen? Okay, pass auf. Wir nennen Molly gleich wieder zu Molly und dich nennen wir Ostwind. So machen wir das. Ostwind. So. Ich weiß ja, wir zweimal Ostwind, das ist aber kein Ding. Wir plündern erstmal die Schatztruhe. Und Molly nennen wir dann wieder um. So, also, was ist, wie kriege ich deine Probleme gelöst? Wenn Glu an einem hohen Ort Angst zeigt, beruhige sie. Hohe Orte, okay, bringen wir dann Form. Glu ist nicht in Form, bedarf keine lange Ausritte. Okay, reite über weite Strecken und trainiere, um besser zu galoppieren. Ist faul und muss lernen, wie man so richtig die Zahl zulegt. Mit genug Training wird sich ihre Fähigkeit zum Galoppieren nach und nach verbessern. Okay, reichlich galoppieren. Okay. Oh ja, guck mal, wie schnell die Ausdauer runtergeht. Ostwind ist galoppierfaul. Das hat Ostwind bestimmt auch noch nicht gehört. Aber guck mal, hier sind Karotten. So viele Karotten. Du musst gar nicht absteigen. Das geht nämlich alles so. Geht ohne absteigen. Ist hier was? Noch mehr Karotten. Wir müssen auch noch hier dann die besondere Striegel... Hühner! Bock, bock, bock. Oh, noch eine Kiste. Warte, bestehen. Kiste, Kiste, Kiste. Stapel Heu kann ich jetzt bauen. Okay, wer bist du? Grüße. Namaste, wer bist du denn? Du kannst mich Kiki nennen, mit Doppel-K. Alles klar? Was fotografierst du? Man könnte sagen, ich bin ausgesprochen fasziniert von Tieren. Sie sind mein Lieblingsthema. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das später noch eine Quest sein wird, dass ich ganz viele Wildtiere fotografieren soll. Immerhin laufen ja ganz viele Wildtiere rum. Aber ich möchte... So, du bist jetzt wieder befreit. Jetzt möchten wir wieder mal hochgehen. Wir gehen mal zu Kikis Anwesen hoch. Vielleicht finden wir da eine Kamera, die wir stehlen können. Oh, hi. Au, mein Gott. Oh mein Gott. Kitzeln? Wen kitzle ich? Katzen. Streichle. Kitzeln. Streichle. Au, oh, streichle eine Katze. Katzenliebhaber. Und hier komme ich noch nicht hoch. Neuen Room. Kann ich die Kaninchen streicheln? Warum geht das nicht? Warum kann ich nur die Katzen und Hunde streicheln? Ich will alles streicheln, was hier Tier heißt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es Fallschaden gibt. Let's find out. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Es gibt nämlich keinen Fallen. Das ist, glaube ich, eine ganz unangenehme Aufsteigvariante. Würde ich mal behaupten.
Bock. Wir kommen doch jetzt auch an einen hohen Ort. Den Klippenpass, der wird doch bestimmt hoch sein. Ich meine, es ist ein weiter Weg nach oben, den wir hier beschreiten. Was ist jetzt aber mit Molly passiert? Wo ist Molly? Ist die zurück in den Stall getapert? Findet der Kutscher zurück? Oh, warte mal. Oswin hat Höhenangst. Springen oder galoppieren ist da nicht mehr möglich. Ich streichle dich. Also müssen wir rausfinden, wie deine Streichelfähigkeiten sind. Oh Gott, 4 Stück. Okay. Ah, irgendwas. Ah. Okay, irgendwas A. Dann gucken wir mal. Also. S, A. Nein, warte. Zurück. Wie komme ich zurück? Ist egal. Wie. S, machen wir so. A, S, A. S, A, wie? S, A, S. Okay, also. S, A, wie? S. Source, du bist offensichtlich ein Horrorfan. Ja, ah, wie süß. Das müssen wir uns gleich aufschreiben. Das müssen wir uns gleich aufschreiben. Source. Ja. Und... Okay. Oswin ist hungrig! Oh nein! Füttern. Was? Also ich meine, wir alle wissen, Karotten. Karotten ist die Auswahl. Da gibt es gar keine Diskussion. Magst du Karotten? Wie, du magst keine Karotten? War das jetzt gut oder schlecht? Was hieß das jetzt? Ich weiß nicht, was das hieß. Ist das jetzt... Die waren grün, die Pfeile. Ich nehme mal einen Apfel. Eine Sonnenblume. Magst du Sonnenblumen? Mal gucken, was das für ein Symbol ist. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Oswin ist entspannt. Okay. Oh, guck mal. Ich erkenne nichts Besonderes. Dann sammeln wir hier mal noch weiter das, was auch immer das ist, auf. Den Dung. Hüpf. Und da ist nochmal ein Ausguck. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Der Schleichpfad. Erstmal gucken, was das hier hinten ist. Eine Box mit Kleider, mit Expeditionshut. Ich habe noch keinen Kleiderschrank. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Noch mehr Ruhm. Jetzt haben wir schon 6000. Damit können wir auf jeden Fall noch weitere Gebäude freischalten, beziehungsweise Baugebäude freischalten. Da ist so viel Ruhm. Guck mal, da überall glitzert der Ruhm. So, du bist nicht Lilly. Ich bin mir relativ sicher, dass du nicht Lilly bist. Betreten verboten, Kind. Geschlossene Gesellschaft heute. Darf ich die Rennbahn betreten? Oh. Nein. Bist du noch ein zu kleiner Fisch? Oh. Okay. Ich bin kein Fisch. Mensch oder Kaninchen oder Pferd, wenn du jetzt mit dem Pferd redest, aber Fisch. Ich glaube, du brauchst eine größere Brille. Mit besseren Gläsern. Besser für dich angepassten Gläsern. Nun ja. Oh Gott, hallo. Die Rennstrecke ist nur für wichtige Persönlichkeiten. Ich darf nicht rein. Oh, natürlich haben sie die ganze Rennstrecke abgesperrt. Kannst bestimmt nicht rein, bis du einen Namen gemacht hast. Wie mache ich mir einen Namen? Nachrichten verbreiten sich hier schnell. Hilf den Einwohnern, beschreite Rennen und verewige dich auf den Ranglisten. Entdecke neue Gebiete, stürze dich in Abenteuer. Das war eine Idee, wo ich anfangen soll. Du hast Glück. Matteo hat den Erdschutz hinter dem Kratersee entfernt. Eine große Schlucht und ein Wald. Oh Gott, ich habe es nicht gesehen. Rutschen. Du kannst mit deinem Pferd schlittern, um enge Kurven zu meistern. Oh. Rechte Maustaste. Okay.
Wer weiß, welche Schätze du findest. Hallo! Heya! Ich bin gegen Lilly angetreten. Wie? Wie lief's? Bitte sag, dass du gewonnen hast. Ich habe gewonnen. Wie gewinne ich Rennen? Also entweder übst du oder probierst mit einem anderen Pferd. Wie bekomme ich noch Pferde? Übung. Was du nicht sagst. Über Rennstrecken macht dein Pferd fit. Es gibt genügend Möglichkeiten. Okay, wie zähme ich ein Pferd? Du musst dich langsam ranschlechten. Haben wir schon gemacht. Wir haben alle schon übertrifft. Lilly auf der Rang. Oh, das haben wir doch schon. Warte. Auf der Rang. Ach so, auf der. Aber da komme ich doch noch gar... Oder habe ich mir jetzt schon einen Namen gemacht? Darf ich jetzt schon? Weil ich schon so gut war? Ach so, auf der Rennstrecke da unten muss ich mir einen Namen machen. Oh. Aber... Oder? Nee, von da komme ich ja... Ich bin verwirrt. Ich bin kein kleiner Fisch. Oh, deine Errungenschaften sind respektabel. Du darfst rein. Guck mal. Weil ich Lilly auf der anderen Rennstrecke besiegt habe. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir haben ein Pferd, was nicht trainiert ist. Wir müssen vermutlich ein bisschen üben noch, damit wir noch hier die... Ich werde erstmal erkunden. Bevor ich hier loslege, werde ich mal erkunden. Und die Zeit nutzen, um mein Pferd noch weiter zu trainieren. Guck mal, wie viele Ressourcen hier auch noch liegen. Ab durchs Wasser. Oh, nicht ab durchs Wasser. Wie nennt ihr das hier? Wie nennt ihr diese... diese... Nicht den Frosch, sondern das, was hier oben wächst. Ich bin noch... Das ist doch gelogen. Das ist doch mindestens gelogen. Also wir... Heute erkunden wir die Rennstrecke und morgen machen wir... Also morgen beim nächsten... Bei der nächsten Folge machen wir denn die... Rennstrecke. Oh, Pilze. Kann ich die sammeln? Nein, kann ich nicht. Aber mehr Ruhm. Ich kenne die unter einem komischen Namen. Ich kenne unter dem Namen Bumskeulen. Ich brauche noch mehr Äpfel eigentlich. Bienen! Not the bees! Not the bees! Oh, die haben bestimmt noch andere Namen. Nicht so komische Namen bestimmt. Vielleicht kennt ihr die unter einem passenden Namen. Also hier muss man lang, weil wir wissen, dass mit dem Kleinen. Cool. Hü-hüpf. Wie duckte ich mich? So. Guck mal, kann ich nämlich alles nochmal üben. Bevor ich mich hier an die wahre Herausforderung... Was finde ich faul? Ja, hör mal. Guck mal da. Da muss ich auch noch hin. Da muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Da ist nämlich noch ein Deko-Gegenstand. Miep, miep. Und hier ist nochmal Holz. Eine Hängematte. Und noch mehr Holz. Oh no, da komme ich nur auf dem Rückweg hin. Okay, wer bist du? Oh, falsch. Falsche Taste gedrückt. Uiuiuiui. Hühners. Wo geht's hier oben hin? Nirgends. Nirgends geht's dahin. Ist hier noch irgendwas Spannendes?
Ist das eine Abkürzung, die ich jetzt gerade gefunden habe? Bestimmt. Meine Güte, ist das ein... Komme ich da hoch? Da komme ich bestimmt hoch, oder? Das ist da bestimmt eine Leiter, die ich erklettern kann. Na, gut, ja, also, wenn das keine Leiter ist, weiß ich auch nicht. Na gut, wir kommen da nicht hoch. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt zurückreiten an den Start und hoffentlich Lilly übertreffen. Das wird sicherlich mehr als einen Versuch dauern, weil ich ja auch noch ein untrainiertes Pferd habe. Und den Weg erstmal finden muss. Einflusszone Schlamm. Schlamm macht dein Pferd schon kurz sehr schmutzig. Oh, das ist natürlich nicht so gut, weil, genau, das muss ja schön aussehen. Aber da kann ich durch Wasser reiten. Ist mein Pferd denn schmutzig? Nein. Nur nicht in Form und galoppierfaul. Ich bin noch drunter durchgeschlittert. Also. Wirklich. Was soll man dazu denn sagen? Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in... oder an dem Startpunkt. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!